Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meiner Bundesliga-Vorschau zur Saison 2013-2014. Nachdem wir Hertha den ersten Aufsteiger schon durchgenommen haben, ist heute der zweite im Bunde dran, nämlich Eintracht Braunschweig. Und wir schauen uns direkt mal die Transfers der Niedersachsen an, die sie im Sommer getätigt haben. Insgesamt hat Braunschweig 900.000 Euro investiert. Das ist in der Bundesliga am wenigsten, nochmal 100.000 Euro weniger, als der Mitaufsteiger Hertha BSC ausgegeben hat. Und dieses Geld haben sie investiert in insgesamt sechs nennenswerte Neuzugänge. Zum ersten haben wir da Samuel, oder Simon, so heißt er, Jackson. Der kommt vom englischen Premier League Club, auch wenn er dort nicht so häufig gespielt hat, von Norwich City, Nationalspieler Jamaikas. Außerdem kommt, der war schon in der Vorsaison an Braunschweig ausgeliehen, von der zweiten Mannschaft von Manchester City, Elap Delaoui, oder wie man ihn noch immer aussprechen mag, der junge Norweger. Zudem kommt Mario Caligiuri vom FSV Mainz 05, Tom Pertl vom MSV Duisburg, die ersten vier allesamt ablösefrei. Zudem kommen Jan Hochscheid von Erzgebirge Aue, der kostete 400.000 Euro. Und Thomas Oerl vom Bundesliga-Team vom FC Augsburg, der hat 500.000 Euro Ablöse gekostet. Bei den Abgängen fand ich nicht wirklich einen Spieler erwähnenswert. Höchstens noch Steffen Bohl, langjähriger Stammverteidiger bei den Braunschweigern, auch mit Bundesliga-Erfahrung bei Kaiserslautern. Der wird den Verein verlassen, aber ansonsten von den ganzen Stammspielern hat kein einziger den Aufsteiger verlassen. So bleibt das Team gut zusammen und hat sich noch punktuell verstärkt, wobei immer noch ein weiterer Offensivspieler wohl noch verpflichtet werden soll. Vielleicht ist er auch vonnöten, damit Braunschweig wirklich die Klasse halten kann. Denn wenn man den Kader hier mal anschaut, damit kommen wir auch mal direkt zur Aufstellung. Da sind ganz wenige Akteure bei, die Bundesliga-Erfahrung besitzen. Ich sehe da gerade einen Bicacic oder Bikacic, wie man ihn auch immer aussprechen mag. Der hatte schon ein paar Bundesliga-Spiele für den VfB Stuttgart bestritten. Aber ansonsten sind da nicht so viele bei. Caligiuri natürlich von FSV Mainz 05. Dennis Krupke hat einige Bundesliga-Partien für Freiburg bestritten, genau wie Thomas Oerl für den FC Augsburg. Aber ansonsten die meisten Spieler nur mit Regionalliga bzw. Drittliga und Zweitliga-Erfahrung. Wird man interessiert beobachten, wie sich da diese Spieler in der Bundesliga behaupten können. Kommen wir zur Aufstellung jetzt aber. Im Tor, ganz klar die Nummer 1, ist Davari. Hat, glaube ich, in der vorletzten Saison bereits den langjährigen Stammtorwart Petkovic, sehr erfahrener zweiter Mann, ersetzt und ist deswegen schon seit längerer Zeit Stammtorwart bei Eintracht Braunschweig. Davor natürlich die obligatorische Viererkette. Fangen wir erstmal mit der Innenverteidigung an. Dort ist auf jeden Fall Bicacic, wie man ihn auch immer aussprechen mag, gesetzt. Junger Mann aus der Jugend des VfB Stuttgart. Neben ihm hat man zwei gute Alternativen mit Dennis Dogan, der ist etwas erfahrener, oder eventuell Markus Henn, auch schon sehr lange in Braunschweig unterwegs. Genau wie Dennis Stogan. Zwei gute Alternativen für die Innenverteidigung. Sorry, ich musste mal die Aufnahme ganz kurz unterbrechen. Wir waren jetzt bei den Außenverteidigerpositionen. Dort stehen den Braunschweigern auch einige Alternativen zur Verfügung. Correira, beidfüßig, der kann auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen. Wird wahrscheinlich auch gesetzt sein, war Ende der letzten Saison noch verletzt. Deswegen nicht ganz so viel Spielpraxis für ihn. Entweder links oder rechts, ich denke, er wird auf der Rechtsverteidigerposition agieren, während Ken Reichel aus der Jugend des VfL Wolfsburg links gesetzt sein wird. Als Alternativen haben wir noch Kessel, oder haben den Braunschweiger Kessel für rechts hinten, und Teuerkauf, der eigentlich ein gelernter defensiver Mittelfeldspieler ist, aber ebenfalls links hinten spielen kann. Also haben die Braunschweiger genügend Spieler vorhanden und müssen da nicht mehr personell nachlegen. Davor ein breites Mittelfeld mit zwei Sechsern, ja schon fast Bundesliga-Niveau,
üblich, zum einen gesetzt sein wird wahrscheinlich der gute Kevin Kratz. Aber da ist die Frage, wer neben ihm spielt. Ich vermute einfach mal, entweder Vrančić oder der Neuzugang Caligiuri von Mainz 05, der sehr flexibel ist, der kann auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen, auf beiden Außenbahnen auch spielen und eben auch im Zentral-Mittelfeldbereich. Deswegen mit seiner Erfahrung wird er und seiner guten Technik auch, genau wie Kevin Kratz, wird er da wohl das defensive Mittelfeldspiel bereichern. Über die Außen, ebenfalls beidfüßig, ist der Norweger Elap Delaoui, wie man ihn auch immer aussprechen mag. Übrigens der Cousin von Stuttgarts Neuzugang Mo Abdellaoui. Kann auf beiden Flügeln agieren, vorzugsweise aber über die rechte Seite. Über links kommend der andere Neuzugang, Jan Hochschaill von Erzgebirge Aue, der aber auch im offensiven Mittelfeldbereich agieren könnte. Und im offensiven Zentralmittelfeld wahrscheinlich Boland gesetzt. Sehr guter Techniker, sehr guter Passgeber auch. Genau seine Rolle. Sollte Braunschweig in Ballbesitz sein, können zudem die beiden Außenspieler noch mit nach vorne rücken, dass es auch mal schnell zu einem 4-3-3 werden kann. Alternativen wären auch der andere Neuzugang Tom Pertl von Zwangsabsteiger Duisburg für die linke Seite. Für die rechte Seite hätten wir noch den jungen Erwik Drüppel und für den zentralen Bereich Vrančić. Alternativ könnte man auch Boland nach links stellen, Hochscheid rausnehmen, wenn die Braunschweiger eventuell mit zwei Spitzen agieren wollen. Also Boland wird wohl einer der wenigen, denke ich mal, Gesetzten sein bei der Eintracht. Und vorne dann eventuell mit zwei Spitzen, wenn er fit ist, der Top-Torjäger der zweiten Liga letzte Saison, Dominik Kubela, aber wird noch auf unbekannte Zeit leider ausfallen. Und hängend hinter ihnen könnte dann der Kapitän, der vielleicht oder der Bundesliga erfahrenste Akteur in Rainer Braunschweiger, Dennis Krupke, etwas hängend dahinter agieren. Aber solange Kubela ausfällt, wird wahrscheinlich eher ein 4-5-1-System stattfinden, mit Krupke wahrscheinlich ganz vorne drin. Oder Krupke auch in diesem System als hängende Spitze und der Neuzugang Thomas Oerl, von dem ich ehrlich gesagt nicht so viel halte, hat auch schon mal bei Eintracht Braunschweig gespielt. Ich glaube, das war Mitte der 2000er. Oder alternativ auch Jackson, der schon in der Vorbereitung einige Male getroffen hat. Aber trotzdem will Braunschweig im Offensivbereich noch einen weiteren Spieler dazu holen, wenn es denn im finanzierbaren Bereich ist. Ansonsten ist das, glaube ich, nicht so zwingend notwendig. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie lange jetzt Kubela noch ausfallen wird. Ist natürlich mit Abstand der treffsicherste und torgefährlichste Spieler in Reihen des Aussteigers. Eventuell sollte er wirklich länger ausfallen, kann man vielleicht doch noch einen Spieler im Offensivbereich, der wirklich ein bisschen Torgefahr ausstrahlen kann, dazu holen. Ansonsten bleibt zu sagen, Braunschweig war schon sehr lange nicht mehr in der Fußball-Bundesliga. War ja praktisch ein Mitgründer und hat sehr viel Tradition. War auch der erste Verein, der als allererstes einen Trikotsponsor, damals der gute alte Jägermeister, auf dem Trikot präsentiert hat und die Bundesliga so auf jeden Fall auch geprägt hat. Also Braunschweig hat schon eine Geschichte oder hat die Geschichte der Bundesliga mitgeschrieben. Deswegen freut mich das auf jeden Fall, dass mal wieder ein weiterer Club aus Niedersachsen nach Hannover und Wolfsburg, der dritte im Bunde, wieder in der Bundesliga ist, wenn man noch den HSV und Werder Bremen dazu nimmt, sind jetzt insgesamt fünf Nordclubs in der Bundesliga vertreten. Das liest sich doch schon ganz ordentlich. Nichtsdestotrotz hat Braunschweig natürlich eine sehr schwere Aufgabe vor sich. Wie eingangs erwähnt, sehr wenig Bundesliga-Erfahrung im Kader. Auch im Durchschnittsalter eine der älteren Mannschaften, was aber nicht unbedingt zum Nachteil ausgelegt werden muss. Sind da einige erfahrene Spieler, halt bloß nicht Bundesliga-erfahrene Spieler dabei. Aber ich denke, das wird manchmal auch so ein bisschen überbewertet. Nur weil die Spieler noch nie in der Bundesliga gespielt haben, heißt das nicht, dass sie schlechter Fußball spielen als eben Fußball-Bundesliga etablierte Spieler. Aber trotzdem, das wird eine sehr schwere Saison und Braunschweig muss aufpassen, dass sie nicht ähnlich enden wie die Spielvereinigung Greuther Fürth in der Vorsaison, wo sie wirklich, na, schon fast klanglos abgestiegen sind. Eine ähnliche Rolle könnte den Braunschweigern leider zum Teil werden. Aber Thorsten Lieberknecht, der Trainer, hat da ein sehr sympathisches
laufstarkes, kampfstarkes Team zusammengestellt und ich denke, wenn sie ein bisschen Glück haben, können sie die Klasse halten und werden auch besser abschneiden als die Spielvereinigung Greuther Fürth in der Vorsaison. Aber dazu ist es wichtig, gerade zu Hause im Stadion an der Hamburger Straße, deswegen ist der Verein auch noch ein bisschen sympathischer, dass sie da auf jeden Fall das Stadion zur Festung machen und dort die nötigen Punkte zum Klassenerhalt sammeln. Vorbereitung lief einigermaßen gut. Ich habe mir das Spiel gegen den HSV gesehen, da standen sie defensiv zum großen Teil eigentlich recht ordentlich. Aber in der Offensive, wie gesagt, wenn sie da noch einen gefährlichen Spieler vielleicht heranholen können, könnte es das was werden mit dem Klassenerhalt. Aber schauen wir nochmal ganz kurz auf das Auftaktprogramm, bevor ich zum Fazit komme. Nicht einfach, die beiden ersten Gegner zu Hause an der Hamburger Straße werden Werder Bremen und Eintracht Frankfurt sein. Und zwei schwere Auswärtsspiele in Dortmund. Okay, und in Klammern schweres Auswärtsspiel in Hamburg. Ganz schwer einzuschätzen, wie viele Punkte Braunschweig da holen muss. Theoretisch müssen hier schon fast jedes Heimspiel gewinnen. Mit Ausnahme gegen Bayern und Dortmund vielleicht. Frankfurt immerhin Europa League Teilnehmer. Werder Bremen, schwache Vorbereitung, noch schwer einzuschätzen. Vielleicht ist da am ersten Spieltag für Braunschweig was möglich. Ich sag mal, wenn sie da mit 6 Punkten rausgehen. Aus den ersten 4 Partien haben sie schon einen guten Anfang gemacht. Aber ich schätze mal eher gegen Bremen. Traue ich ihnen die Überraschung zu. Gegen Frankfurt vielleicht ein Remis. Und die beiden Auswärtsspiele werden im Normalfall aber verloren gehen. Ja, und mein Abschlussfazit für die Eintracht aus Braunschweig. Sehr sympathische Gruppe, sehr sympathischer Trainer, sehr sympathischer Verein. Aber ganz ehrlich gesagt, ich denke, Braunschweig wird leider einer der beiden Vereine sein, die die Bundesliga am Ende der Saison wieder Richtung zweite Liga verlassen müssen. Dazu ist einfach vielleicht auch zu wenig Bundesliga-Qualität vorhanden. Aber vielleicht überzeugt mich das Team ja und sie werden es allen beweisen. Totgesagte glauben länger, Braunschweig glaube ich bei fast allen, Abstiegskandidat Nummer 1. Und das ist vielleicht die Chance für die Braunschweiger, für die Mannschaft, dem entgegenzutreten und es allen zu beweisen. Wie schätzt ihr die Braunschweiger ein? Abstiegskandidat? Ich denke schon, dass sie den Abstieg spielen werden. Aber vielleicht sind sie am Ende ja über dem rettenden Ufer. Was denkt ihr? Wie schätzt ihr die Eintracht aus Braunschweig ein?